Hallo und herzlich willkommen. Ihr habt bestimmt schon das ein oder andere Bild von einer abgestürzten FPV-Drohne von DJI mit abgebrochenen Armen gesehen. Um diesem Schadensbild entgegenzuwirken und um die Arme zu verstärken, gibt es von DJI ein paar Querstreben, die ich euch in diesem Video etwas genauer zeigen will. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Für 19 Euro bekommt ihr hier zwei Schutzstreben, welche aus Kunststoff gefertigt wurden. Insgesamt wiegen diese 39 Gramm und sollten sich nicht allzu stark auf die Flugperformance auswirken. Das werde ich in diesem Video etwas später aber noch testen. Die Montage von den Querstreben ist sehr einfach. Auf den Streben steht jeweils ein R für die rechte Seite und ein L für die linke Seite. Zuerst einmal muss die Strebe über das vordere Bein gestülpt werden. Diese rastet dann mit einem hörbaren Klick ein. Als nächstes muss die Strebe am hinteren Bein befestigt werden. Das gleiche wird auch auf der rechten Seite so gemacht. Das Ganze sitzt jetzt schon sehr fest. Aber um die Streben verlässlicher zu sichern, gibt es hier noch ein kleines Kunststoffteil, welches jeweils am hinteren Arm hier befestigt wird. Dieses wird von unten an die Schutzstrebe mit einer Schraube befestigt. Das gleiche gilt auch für die gegenüberliegende Seite. Die Demontage würde in der gleichen Reihenfolge nur umgekehrt erfolgen. Hierzu muss ich sagen, dass die Streben schon sehr stark eingerastet sind. Man muss bei der Demontage echt aufpassen, dass man nichts kaputt macht. Nun zum Testflug mit den Streben. Grundsätzlich konnte ich jetzt keine Verschlechterung des Flugverhaltens feststellen. Natürlich beeinflussen die Streben die Aerodynamik, aber das ist nicht merkbar. Ich finde auch, dass diese Streben sehr gut für Anfänger geeignet sind, weil man sich mit diesen wesentlich sicherer fühlt beim Fliegen. Besonders wenn man das erste Mal den M-Modus testet, sind diese Streben bestimmt nicht unnützlich. Man weiß, wenn man abstürzt, dann hat man bessere Chancen, diesen Crash ohne einen abgebrochenen Arm zu überstehen. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch passieren, dass bei einem heftigeren Crash zwei Arme auf einmal abbrechen, gerade durch diese Verstrebung. Das möchte ich aber hier natürlich nicht unbedingt testen. Jetzt zu meinem Fazit. Insgesamt verstärken die Schutzstreben die DJI FPV-Drohne deutlich. Was die Flugzeit und das Flugverhalten betrifft, gibt es keine großen Einschränkungen, die merkbar wären. Loopings und Rollen sind auch mit den Streben möglich. So nebenbei gesagt, die Streben könnten auch ein super Handgriff sein. Ich denke mal, mit 19 Euro kann man hier nichts verkehrt machen. Wo ihr die Schutzstreben gerade am besten kaufen könnt, habe ich euch in die Beschreibung geschrieben. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn es das gemacht hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar da lasst und ein Abo wäre natürlich auch super und würde mir echt weiterhelfen. Bis bald und tschüss!